So, und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Dark Souls 3 zusammen mit Wirti. Hallöchen. Im letzten Part haben wir uns erfolglos gegen Friede geschlagen und meine Niederlage eingestanden. Und in diesem Part gehen wir ins Gebiet des Endbosses, um zum zweiten PC zu kommen. Ja. Jetzt gehst du mal an den großen Thron und packst deine Asche drauf. Asche. Die Asche sieht sehr köpfig aus. Ja, das ist der Kopf von dem König. Prinzen, meine ich. Hast du die restliche Asche auch hingepackt? Fehlt noch einer? Die Asche drauf? Ah ja, da liegt die Asche drauf. Und die rechten zwei hast du auch, oder? Ja. Ja, und ja. Dann geh doch mal. Müsste jetzt eigentlich die Feuerhütte, die müsste jetzt unten beim Feuer stehen. Ja. Yeah. Dann quatsch dich doch mal an. Ja, völlig freiwillig. Ja, ich hab's überzeugt. And let the Lord's embers acknowledge thee as their true heir, a true lord. Ich will nicht. Fit to link the fire. Farewell, Ashen One. Dann knie doch mal am Leuchtfeuer nieder. Zeit für Leuchtfeuer. Richtig. Ich dachte, die Asche fliegt jetzt um mich rein. Nein, nein, du bringst noch einen letzten um. Noble Lords of Cinder. Die hören dich nicht mehr. Siehst du? Die auch nicht mehr. And the Lords go without thrones. Ich sehe da Throne, einige. Ist Thronen, Throne, die fern jetzt da? Oder Thronsen? Thronsen ist gut. Da kommt wirklich die Asche. Oder die Glut. Und die esse ich jetzt. Nom 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 nom. Nein, die nimmt die Feuerhüterin. Oh. Also sie ist auch die Feuerhüterin. Das ist ein guter Punkt. Sie hütet das Feuer. Nom 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 nom. Das kippe ich jetzt auf über seinen Kopf. Nein, sie schmeißt mir ins Gesicht, wie früher die Kinder im Sandkasten. Den Sand. Ah, meine Augen, Messbeschei, meine Augen. Pass auf den Hut auf, geht das in das Federn, die brennen leicht. Also wirklich Asche, guck hin, du bist mit Asche beregnet. Ich habe die Katzen sehr lange nicht gesehen. Ich schlafe mit dem Schwert in der Hand. Da wird jetzt der neue... Du weißt, was ich meine. Ja, du wachst gleich wieder auf. To the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Oh, die erste Flamme. Und mit dem Feuer kam das Licht. Und mit dem Licht. Ja. Ofen der Zwiespalt. Flamme. Hier waren wir schon mal. Im ersten Teil. Und mit dem Zwiespalt kam Licht und Dunkelheit und Gut und Böse und der kleine Wicht und und eine Flamme wurde den Menschen gegeben. Oh! Laser. Nein, Sonne. Die Sonne läuft aus. Guck, die Sonne läuft aus. Glaubt ihr die Sonne? Das verstehe ich jetzt. Übrigens, das, was gleich passiert, verstehe ich nicht, warum sie das so gemacht haben. Was machst du? Ich finde es seltsam. Naja, gut. Ja. Weißt du, was seltsam ist? Dass der Feuerbrandschrein gleichzeitig der Ort der ersten Flamme ist.
Ja, das auch irgendwie, aber guck mal da runter. Also wie dir das Zeichen schon mal zeigt, springen ist keine gute Idee. Ich bin mir da nicht sicher. Meinst du? Ich würde gerne das Zeichen... Oh Gott. So, Leute haben sich nicht gefragt, wie komme ich da runter? Ja, aus Gründen. Da unten ist noch ein Zeichen. Ja, ich sehe es. Darf ich bitte die Nachrichten lesen? Danke. Mumm. Mumm. Glaubst du die Sonne? Glaubst du die Sonne? Ja, und aus irgendwelchen Gründen wirst du jetzt hier weggeportet. Warum? Anstatt einfach einen Weg da runter zu machen. Keine Ahnung, bis hier unten. Wahrscheinlich warst du irgendwo da oben. Ja. Ich weiß nicht genau wo. Und dieses Bonfire da links. Ja. Willst du das rechte Bonfire aktivieren? Ich weiß nicht, ob du sagst. Ja, lass mir das auf einen Ruh. Ist ja egal. Und dieses Bonfire da links. Willkommen im zweiten DLC. Hä, warum? Was? Müsstest warum nicht machen? Einfach... Warte, das kann ich jetzt mal aktivieren, oder? Ich werde nicht wieder umhergeportet. Nein. Ich meine, das von zwei sehe ich ein, dass du geportet wirst, okay? Aber das andere verstehe ich nicht. Du kannst einfach hinporten, ja. Okay. Ich hatte gerade das Gefühl, dass es zweimal eins übersprungen hat. Also, beziehungsweise einfach zweimal geklickt hat. Naja. Das Bot wollte ich doch noch aktivieren. Ja, bitte. Warte, wo ging's weiter? Das ist schon den richtigen Weg gehen. Falsche Seite. Wendy, Wendy. Brauchst mich nicht führen, ich kenne den Weg. Nein, du bist kein Kutscher. Ich bin Ashton Kutscher. Wie gesagt, nein. Der Kutscher kennt den Weg. Ja, und wenn du den Weg ein bisschen weiter folgst, dann haut dir der Endboss auf die Fresse. Es ist nur noch der Endboss? Ja. Mehr ist es nicht? Nein. Keine Silberritter, die mir auf die Fresse hauen wollen? Nein. Tatsächlich mal ein angenehmer Weg zum Endboss. Keine, die 7 Minuten Gehweg für jeden Versuch? Nein, einfach hochgehen. Was machst du hier? Square on your shoulders, is it? Das ist anders. I thought that clamoring tin can was the last. But here we go again. What is it you want from this old stone-humped hag? I've nothing for you, not a smithereen. I just like to stand here and take in the view. Verstehe ich. This is Sparta! Habe ich ein spezielles Anliegen? Weiß ich nicht. Wie wahrscheinlich? Keep wir wissen welches. Marbles intact, love. At least until I lose mine. Ja, und jetzt fragst du noch, was das Anliegen ist. Ich hab sein Stuhl kaputt getreten. Er steht jetzt. Warte mal. Ich mein sie. Ich bin sie. I have nothing for you, not a... Ja, bla bla. Well, that came out of nowhere. Ich will hier was machen. Ich will Leute bekämpfen. Tag will be brimming with goodies. Ja. None of that. Not a smithereen. Ich sehe da einen goldenen Krug. Was? Die kaufen. Die war bei mir nicht da. Was ist das? Spaltblatt? Großschwert? Sieht aus wie eine helle Bade. Es ist eine helle Bade. Die Leute, die waren nicht bei mir da. Oder ich habe sie komplett übersehen. Tut mir leid. Also warte, ich hätte auch einfach... Ist die auch DLC? Also das erste? Warte, wo waren denn die Seelen? Da waren die Seelen. Ganz unten.
Du willst die helle Ware? Yeah. Zeig mir die helle Ware. Da ist der Startknopf. Weiterhin Probleme mit dem Startknopf finden, weil... Mitte, Dumme, Mitte. Ja, was macht er da? Ja, da gehört er hin, wie bei jedem Controller eigentlich. Nein, in die Mitte gehört so ein riesiges, wer ist das? Touchpad. Nein. Spaltblatt, Hellebarde. Lies mal. Lesen. Ja, das ist eine Hellebarde, ne? Ist die gut? Wahrscheinlich ist sie okay. Wusch, wusch. Typisches Hellebarden-Movesit. Ja. Könnte man vielleicht mit spielen, aber warum auch? Warum sollte ich glaube, man kann die Fackel auch wieder wegmachen. Braucht die noch? Für? Weiß ich nicht. Oh, ich hab sogar eine von. Ich hab sogar eine bessere Hellebarde. Oh. Oh, ja, du hast recht. Hm, vergessen wir das. Ich wollte sie haben. Okay. Ist okay. Wage, ja, Tommy, wage dem Sprung. Trau den Leuten, die das sagen. Blut voraus. Das ist ein Item! Blut voraus. Ja, und das passiert sowas übersehen Leute, die dann online ausschalten. Ah! Jetzt allen Ernstes. Was? Sollst du runterspringen, ja? Steht runter. Oder hast du Angst? Pussy. Als ob du keine Angst hast. Als ob du nicht dreimal überlegst, bevor du irgendwo runterspringst. Da steht Wagen in Sprung. Ich dachte mir, okay. Soll ich zu verlieren? Warte, stimmt. Ich dachte, du hast online aus. Das steht, es ist nicht online, Domi. Es ist zum Spiel. Warte. Ja, ich achte nicht drauf. Ich rutsche nicht. Ja, ist auch nicht glatt. Ist nur schräg. Sieht ziemlich glatt aus. Sieht jetzt auf das Thriller Park, Domi. Ist das die Armee der Untoten? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das sind. Sieht aus wie Asche. Macht keinen Sinn. Du bist fast dead. Ich war. Oh, die machen Damage. Na, ja, dann erinnere ich mich noch. Die machen Damage. Das Ding ist zielsuchender als erwartet. Yep. Ich hab den Löffel gefunden. Und die können das übrigens. Fertig, ein Gegner. Auch wenn es nicht auch so aussieht. Du machst dich am Bonfire. Das ist richtig. Qual. Aber Tommy, vielleicht habe ich den Schildern am Boden vertraut, weil ich mir dachte, ja, das hat kein Spieler geschrieben. Das kann kein Spieler geschrieben haben. Ja, okay, sehe ich ein. Obwohl ich auch nicht sofort gesprungen bin, muss ich auch sagen. Weißt du, warum du keinen Fallschaden nimmst? Hier ist Asche. Das ist Asche. Yeah. So clever. Nein! Diesmal nicht! Er ist weitergekommen, als ich erwartet habe. Ich darf hier mal anmerken, dass das ein Grab-Angriff ist, der so stark ist wie von dem Boss. Ja. Auch diese random Gegner sind eigentlich echt stark. Tritt ihm ins Gesicht. Da ist noch einer. Tritt ihm ins Gesicht. Wo ist das Gesicht? Oh. Stopp. Das ist okay. Es ist okay zu verlieren, Drache. Es ist okay zu verlieren. Ich glaube, das ist kein Drache. Ich glaube, es ist ein Drake. Glaube ich auch. Sieht aus wie ein Drake.
Ist ein Drake. Oder? Ja, doch. Ist ein Drake. Jetzt. Was ist jetzt? Was macht er da? Setzt sich auf den Drachenkopf. Oder kackt er? Warte, macht er die Drachenpose? Nein. Nein. Könnte man die Drachenpose machen? Ja, könnte man. Jetzt steht der Drake auf und dann fliegt er mich gen Himmel. Zum Endboss. Das ist ja lustig. Was? Du willst das Gebiet gar nicht machen? Ja, aber warte, ich bin nicht dahin, wo du hin willst. Dann könnte man aber durch das DLC, also durch das andere DLC, ganz gut was skippen. Was meinst du? Das erste DLC ist doch relativ zeitnah. Was meinst du? Ja, vom ersten DLC kommst du auch hier rein. Ja. Oh, ich erinnere mich an die Gegner. Ich mich nicht. Die haben einen coolen Kopf. Ja, die sind ganz schön kopflos unterwegs. Ich habe gerade ein bisschen Hunger. Ich nicht. Auf Rahmen. Ich hab keinen Rahmen. Ich habe einen Bilderrahmen. Ja, mit dem könnte ich auch dienen. Weißt du, eine geile Nudelsuppe? Ich sollte mir echt mal richtigen Rahmen kochen. Ja, ich mir auch. Ich wollte das schon so oft machen, aber ich mache es einfach nie. Weißt du was, ich suche mir jetzt bald ein Rezept raus und dann mache ich das dann einfach mal in der Woche. Bin eh im Homeoffice, was soll ich sonst machen? Arbeiten? Arbeiten. Das war Sparta. Arbeitet irgendeiner im Homeoffice? Viele wahrscheinlich momentan. Ja, aber was machen die da? Arbeiten die auch? Ich meine, ich muss arbeiten. Ein bisschen. Ja, aber jetzt mal ehrlich, du machst doch weniger im Homeoffice als... Ja, definitiv. Noch definitiv weniger, aber das ist, glaube ich, bei jedem. Obwohl man, glaube ich, sagen muss, es kommt ungefähr das Gleiche drauf raus, als wenn ich arbeiten würde. Bei der Arbeit kann ich auch nicht durchgehend meine Arbeit machen, sondern dann ruft da mal jemand an, muss ich das machen, muss ich dies machen, muss ich dahin gehen. Das ist ja daheim alles nicht. Ja, weil du einfach nicht deine Arbeit nachkommen willst. Ja, daheim musst du nur deine normale Arbeit machen. Muss aber auch sagen, dass Daheimarbeiten ein bisschen anstrengender ist tatsächlich. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich weiß eigentlich so nicht warum, aber in der Arbeit geht es mir immer anders, als wenn ich daheim mache. Das ist aber auch, wenn ich mich auf irgendwas, was ich so privat für mich erarbeiten möchte, finde ich das immer total ätzend, mich da lange drauf zu konzentrieren. Während wenn ich, also ich jetzt, hab ich das Item da übersehen? Während ich, wenn ich woanders bin, also sprich. Ist mir auch passiert. Während ich zum Beispiel im Büro sitzen würde und mir einfach nur denken würde, ja, ich bin jetzt 3 Stunden lang hier, dann würde ich halt in den 3 Stunden produktiv sein, aber so denkst du dir halt, oh, hey, ich bin zu Hause, ich könnte jetzt auch kurz, Bevor ich One Piece gucken. Zum Beispiel. Oder halt, keine Ahnung. Oh, ich habe ein bisschen Hunger. Was mache ich mir dann? Ach, ich mache mir das 3 Stunden lange Rezept für Ramen. Ich koche keine 3 Stunden Ramen und so lange wird es auch nicht dauern. Nein, natürlich nicht. Ich habe mir letztens im Homeoffice es war glaube ich Mittag, zum Mittag Pfannkuchen gemacht. Ja, das meine ich. Das würdest du normalerweise nicht machen. Nein, kann ich ja nicht. Wie soll ich in der Arbeit Pfannkuchen machen? Wenn du jetzt gleich weitergehen willst, dann. Erinnerst du dich eigentlich an meine Meinung von dem DLC? Es sah gut aus, meintest du, glaube ich. Es war hübsch, aber irgendwie nicht. Aber es hat dir nicht so viel Spaß gemacht, glaube ich.
Irgendwie sowas. Es war so, es ist echt hübsch. Es war, die Bosskämpfe sind cool. Bis auf einer. Weißt du was? Ein Bosskampf ist cool. Na, warte. Einer ist shit, sagen wir es so. Und der Rest hab ich genervt. Tatsächlich. Trübe Handsichel. Oh, das war knapp. Ich glaube, mich hat der erwischt, wenn ich drüber nach. Ich glaube, der hat mich erwischt. Ja, weil du da Pussy bist. Was? Ich steck den Schaden rein. Ich renne nicht weg wie du. Was war das? Was meinst du? Das! Oh, das hat mich auch erschreckt! Und ich hab's vergessen, dass es existiert. Weiß es nicht, eine Magie? Ich will die Magie! Ja, dann erschrecken sich die Gegner und dann alle verwirrt. Ich höre schon wieder. Oh, ist er lebt. Gott, Alter. Das kam eben einmal kurz durch die Wand geblinzelt und dachte so, what the fuck? Was soll denn das? Warum macht man das denn? Kann sein, dass die Ring City... Und jetzt existiert der. Das ist ein Engel. Spare dir übrigens die Mühe, den Fallen abzuschießen. Okay, ich hab's versucht. Ich hab's echt versucht. Man kann ihn treffen. Ja, ich weiß, ich hab ihn getroffen. Aber da nicht viel gebracht. Dann laufst du jetzt wohl besser. Okay, treffen wir. Eine, da war eine Blitzurne. Eine Blitzurne? Zeit da geht es nicht weiter, Kampf. Wenn du das wissen willst. Der wahre Kampf beginnt. Hey! Was ist hier eine Was macht der da? Ich habe eine Blitzzone gefunden. Und daneben war ich. Keine Sorge, der andere lässt sich Zeit. Sind nur ein paar durchwachsen. Der ist ganz schön durchwachsen. Warum kriege ich nicht einmal einen Schritt nach vorne dabei hin. Ja, verstehe ich. Oh, die wollen nicht raus. Oder die wollen doch raus. Oh Gott, was? Die sind gebufft. Und durchwachsen. Achtung, der macht dir natürlich keinen Schaden. Ich denke, wir wollen da reingehen. Komm mal mit, mein Freundchen. Da verloot ich den ganzen Platz. Ja, braucht dann. Ja, guckt hier. Okay, ja. Braucht seine Zeit. Ja. Das passt schon so. Ich bräuchte da hinten das Item noch. Wenn du nicht stirbst, kriegst du's. Ja, damit das schnell, dann du kannst es wegdrehen. Ja, wollte ich gerade. Also mit dem zweiten, mit dem ersten nicht. Ich wollte gerade sagen, funktioniert das Treten mit dem Controlling besser. Aber. Sollte kein Tritt werden. Wenn will ich sagen. Übrigens habe ich gestern zum Ausprobieren des Controllers. Vorgestern. Ein bisschen Dark Souls 1 gespielt. Und ich wollte mich im Bosskampf heilen. Warum läuft der Pisser nicht? Hä? Warum lief der Pisser denn nicht? Ach so. Mehr, wenn er laufen würde. Es ist störend, geil, wenn man es erstmal gewohnt ist. Ich habe das OP-Schwert des Todes. Mit dem hat er mir so viel Schaden gemacht, das muss OP sein. Waffst du dich damit auch? Case closed. Ne, das hätte dafür nicht seine komische Waffe haben müssen. Guter Punkt. Ich sehe übrigens,
Eine Falle. Ich nicht. Ich rieche sie schon. Sie kann nicht weit weg sein. Oh ne, hier geht's weiter. Was denn jetzt? Geht's hier weiter oder geht's hier nicht weiter? Ich glaube, hier geht's weiter. Da ist er wieder! Oh Gott. Beängstigend! Warum macht er so viel Schaden? Warum? Das DLC-Dummy. Da wird die hart gesonden. Für die das normale Spiel noch nicht genug war. Genau. Will ich den Schaden mal in New Game plus. Nur für die, die Friede geschafft haben. Eigentlich. Eigentlich. Wer ist Item? Trübsal Langstab. Oh Gott, was macht? Wir gehen. Wir gehen und haben nichts mitgehen lassen. Ach Gott! Eine rostige Münze. Eine rostige Münze. Da ging's rein. Hier habe ich mich sicher gefühlt. Heißt, hier kann man den Power beenden. Richtig. Wenn es euch gefallen hat. Was? Schwert hat coole Farbe. Ja, danke. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like, ein Abo. Teilt es mit euren Freunden. Und schreibt einen Kommentar. Genau. Und wenn euch meine Abmoderation genauso viel zu lang vorkommt wie mir, dann lasst doch ein Like da. Bis zum nächsten Part. Tschüss.